Marco vom Jerry McPartland-Projekt. Und es hat sich einiges getan in den letzten Jahren. In den letzten Jahren eher weniger, aber in den letzten zwei Monaten definitiv eine ganze Menge, ja. Wir hatten ja schon mal ein bisschen berichtet über Jerry McPartland. Und davon ist jetzt aber nicht mehr so ganz viel übrig. Hm? Davon ist immer noch ganz viel übrig, aber wir hatten ja eigentlich in den letzten Jahren immer über die Hauptstory gesprochen. Hm. Und da es halt ziemlich schwierig ist, für so ein großes Spiel Geld zu kriegen oder einen Publisher zu finden, haben wir uns halt entschieden, wir machen jetzt einfach mal eine Vorgeschichte. Ja, wir setzen vor das Hauptspiel quasi, ich sage jetzt einfach mal so eine Episode 0 davor, die eine in sich geschlossene kleine Geschichte erzählt, die unmittelbar vor der Hauptstory spielt. Und das hätte dann idealerweise 3 bis 4 Stunden Spielzeit und kann am Schluss dann auch verkauft werden. Und ich hoffe, das kauft dann auch jeder, um den Publishern oder auch den Leuten draußen zu zeigen, das ist das, was wir uns mit dem Spiel vorstellen. So soll das Spiel aussehen, so soll es sich anfühlen. Und das war quasi in ein paar kurzen Szenen, die etwas geringer sind als das Hauptspiel, durchaus mal alles gezeigt kriegen, was wir uns so vorstellen. Und damit seid ihr jetzt schon relativ fortgeschritten im Moment? Damit sind wir relativ fortgeschritten. Das Spiel an sich ist komplett durchspielbar, wobei wir nur die ersten beiden Hauptszenen quasi sehr, sehr detailreich bis jetzt gestaltet haben. Alles andere ist noch untexturiert, aber durchaus alles vorhanden. Wir haben die Charaktere nochmal komplett neu entworfen, damit sie halt in die Spielwelt vernünftig reinpassen, weil wir aufgrund der kurzen Zeit, die wir uns jetzt vorgenommen haben, den Grafikstil, den wir ursprünglich angestrebt haben, so im Detail nicht mehr aufrechthalten konnten. Wir wollten eigentlich ursprünglich die komplette Szenerie ja in Comic-Geometrie verzerren und gleich so modellieren. Und jetzt machen wir einen kleinen Zwischenstep. Wir modellieren erstmal realistisch und anschließend verzerren wir es quasi noch mit hauseigenen Tools. Du hast was mitgebracht, was du uns zeigen kannst. Ich habe was mitgebracht, was ich euch zeigen kann. Dann spiel doch einfach mal rein und kommentiere ein bisschen dazu. Also man muss als allererstes auf Spiel starten klicken, dann startet das Spiel. Das weiß ja auch nicht jeder. Ne? Das haben wir uns so ausgedacht, weil wir gedacht haben, das macht irgendwo Sinn. Gut, schön, dass du das siehst. Dann ist das Spiel auch gleich drin. Mhm. So, was wir jetzt machen? Ton an. So, und jetzt mache ich den aus, weil der Song, der ist nämlich echt nervig. Aber das war auch der Plan. Soll also ein Song sein, der einerseits zwar relativ cool ist, aber unseren Hauptcharakter halt dazu bewegt, nichts anderes zu machen, bevor nicht dieser Song gewechselt wurde. Und also quasi auch unsere erste Aufgabe im Spiel, bevor Jerry überhaupt irgendwas macht, muss der Song gewechselt werden, dafür brauchen wir Münzen. Und wie es so beim Adventure ist, ist an den Münzen nicht immer ganz so einfach dran zu kommen. Jetzt haben wir hier die komplette Szene, ich laufe einfach mal ein bisschen durch. Das ist also ein komplettes 3D-Modell jetzt mittlerweile, wir haben nicht mehr 2D vorgerenderte Hintergründe. Die Kameras sind möglichst fix. Ganz normales Szenenwechsel, wie man es halt so kennt. Aber halt auch die Möglichkeit, wenn es denn die Szene notwendig macht, dass die Kamera auch mal dynamisch ein bisschen reinzoomen kann, ein bisschen rausbewegen kann. Im gesamten Spiel geht es halt darum, in der gesamten Vorgeschichte, dass Jerry einfach seine Band zusammenstellen muss, weil sich eine Gelegenheit ergeben hat, seinen ersten großen Gig abends zu spielen. Und dafür muss er die Leute erstmal überzeugen, weil sonst war er in der Vergangenheit nicht immer ganz verlässlich. Was solche Gigs angeht, hat immer wieder was festgemacht und dann ist es gecancelt worden, hat nicht stattgefunden, seine Bandmitglieder konnten nie bezahlt werden und die sind jetzt alle nicht ganz so einfach zu überzeugen, dass sie nochmal für Jerry in die Bresche springen. Jetzt wollen wir die Münzen nehmen und dann sagt der gute Mann, nee, lass mal, du kriegst meine Münzen nicht und steckt sich die in die Tasche. Sieht man jetzt an der Animation noch nicht, das kommt alles später noch. Wie kriegen wir ihn also dazu, jetzt quasi uns die Münzen auszuhändigen oder an seine Münzen in der Tasche zu kommen? Ist eine relativ komplexe Rätselkette, die ich jetzt hier nicht unbedingt im Detail vorspielen muss. Ich glaube, da gibt es noch ein paar nette andere Sachen zu besprechen. Und im Laufe der Story wird schon mal auf das Hauptspiel angeteasert quasi, weil irgendwann halt auch mysteriöse Sachen wie Indianer-Schamanismus dazu kommt, wie man hier schon leicht angedeutet an diesem, na, Jerry hat Kreislaufprobleme, rausschneiden. Wir schneiden nicht.
Nochmal von vorne bitte. Naja, wie man hier anhand des kleinen aufgebauten Altars schon sehen kann. Ja. Die Szenerie ist aber jetzt nicht nur in dieser Bar, sondern ihr habt auch außenrum schon einiges fertig. Ja, klar, kann ich auch mal eben ganz kurz zeigen. Hier mal einfach mal raus. Bisschen vor dem Diner, um den Diner drumherum. Das sind so die wir jetzt schon mal so ein bisschen detaillierter, speziell für hier heute vorbereitet haben. Und wie gesagt, alles andere ist noch untexturiert oder halt stellenweise nur. Nur ein paar Blöcke. Engine ist Unity? Engine ist Unity und das Tool, mit dem wir das Ganze designen, ist RTC Draft von Indigo. Und wir haben so eine Schnittstelle programmiert, dass wir quasi das komplette Game Design aus der RTC Engine in Unity übertragen können. Sprich, die ganzen Dialogverknüpfungen, ganzen Interaktionen mit Inventar und so weiter, die designen wir in RTC und wenn wir da irgendwas ändern, dann ist es. Übertreib jetzt einfach mal, auch wenn es nach Zauberei klingt, quasi mit einem Mausklick auch im Spiel. So wie auch mit einem Mausklick alles portiert wird auf andere Plattformen. Genau so. Genau so. Richtig, ganz genau richtig. So. Also ein bisschen Handarbeit ist dann schon noch mit dabei. Der Programmierer gleich rausschmeißen. Mhm, genau. Nur noch ein Game Designer. Nee, der Programmierer hat schon noch genug zu tun, aber es nimmt halt jede Menge Arbeit weg. Wir können jetzt im Nachhinein, einen Tag vor Release, könnten wir sagen, ach komm, wir stellen die ganzen Rätselketten um und ändern die kompletten Dialoge. Dann hat der Programmierer damit aber nichts mehr zu tun, solange wir keine Location, sondern nur Objekte einführen, um die er sich dann noch kümmern muss. Das zahlt sich dann aus, wenn man so ein bisschen drumherum arbeitet, bevor man einfach nur ans genau, Spieldesign richtig. Geht, sondern sich erstmal gescheit und tut's. Richtig. Bastelt. Ne? Das macht Sinn. Und das heißt aber auch, dass ihr relativ schnell schon plant, fertig zu sein. Ne? Wir planen relativ schnell fertig zu sein, genau. Und zwar genau Anfang 2014. Das ist nicht mehr lange hin. Das ist nicht mehr lange hin. Übernächsten Monat dann irgendwo. Richtig. Okay, das wäre dann der Prolog. Mhm. Wollt ihr den schon verkaufen oder ist das erstmal nur aus der Präsentation? Den würden wir gerne dann auch schon verkaufen. Also es soll quasi ein in sich abgeschlossenes kleines Mini-Adventure sein. Mit einer Spielzeit von etwa? 3 bis 4 Stunden streben wir an, müssen wir halt mal gucken, müssen halt immer wieder ein paar Abstriche machen. Wenn ein paar Probleme auftreten, die uns mal eine Woche Arbeit kosten, die wir dann lösen müssen, dann müssen wir da gegebenenfalls mal ein bisschen im Umfang streichen. Aber im Moment sieht es ganz gut aus, dass es bei den mindestens 3 Stunden bleibt. Okay, was kommt danach? Danach kommt, beziehungsweise davor kommt schon, die Publisher-Suche, wo wir dann halt quasi mit der Alpha schon losgehen werden und zu sehen, dass wir entweder für dieses Projekt nachträglich noch eine kleine Finanzierung bekommen, dass wir vielleicht nochmal 1-2 Monate dranhängen, um vielleicht doch nochmal ein bisschen was an Content zu erweitern. Oder aber wir finden dann gleich einen Publisher, der sagt, boah, das gefällt mir so gut, das Hauptspiel finanziere ich. Mhm. Das ist natürlich unser Wunsch. Okay. Was habt ihr denn für eine Teamgröße im Moment so und was müsst ihr noch dazu nehmen, um es komplett... Die Teamgröße würde quasi bleiben. Mhm. Wir sind jetzt im Moment... 5 bis variabel 7 Mann, die immer mal wieder einspringen. Ein fester Programmierer und halt der Rest sind halt Freelancer. Ja. Sprachausgabe werden wir in dem Produkt natürlich nicht haben dann. Doch, werden wir haben. Deutsche Sprachausgabe und auch englische Sprachausgabe werden wir haben. Und zwar haben wir die Sprecher so gewählt, wie wir es auch aus dem Jerry-Trailer von vor 2 Jahren kennen. Das ist jemand, der sowohl Deutsch als auch Englisch nativ sprechen kann. Eine. Der Hauptdarsteller. Ja. Der Hauptdarsteller. Genau. Die anderen Rollen habt ihr aber auch besetzt. Die haben wir auch besetzt, ja. Habt ihr das schon eingesprochen, beziehungsweise ist das schon im Kasten oder ist das auch in der Nein, es gibt ein paar Dialogzeilen, die wir schon eingesprochen haben, um mal die Integration der Soundfiles halt in die Engine zu testen. Aber da ist noch nicht alles, weil die Dialoge, die werden jetzt gerade erst im Detail geschrieben. Das sind alles noch Platzhalter-Dialoge und Platzhalter-Monologe. Und da sind wir jetzt gerade dran. Das erste Kapitel haben wir jetzt an Dialogen komplett durch. Und die nächsten kommen in den nächsten 1-2 Wochen. Mit der Vollzeit dran gearbeitet? Ja, mit Vollzeit dran gearbeitet, ja. Mit den 5 quasi die... Genau. Das heißt, du mit Musik, Storydesign und so weiter, das ist ein Programmierer? Der Programmierer, Grafiker. Ein Grafiker, ein Game Designer, ein Grafiker, auch der hauptsächlich für die Charaktere zuständig ist, der sich aber ein bisschen auch mit um die Hintergründe kümmert. Mhm.
die Anne von Vasari als dramaturgische Beratung und ein Komponist aus München, der mir vom Daniel Faus empfohlen wurde, der quasi für uns die Songs schreibt, weil ich die mit meiner Band nicht schreiben kann, weil wir in der GEMA sind. Ja, das heißt, die Songs werden geschrieben, natürlich auch ein bisschen unter meiner Anleitung und letzten Endes die Entscheidung liegt bei mir, wo es hingeht, und die Songs werden dann mit mir und meiner Band nochmal komplett eingespielt, wo sich dann in den Songs auch nochmal ein bisschen was verändert wird, weil die Musiker natürlich noch ein bisschen ihr eigenes Blut mit reinlegen. Okay. Ja, dann hier, sieht super aus, vielen Dank für die Präsentation und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Danke, danke. Dann dürfen wir wahrscheinlich dann damit rechnen, dass wir so im Januar, Februar endlich mal Jerry McPartlin spielen dürfen. Da gehe ich mal stark von aus, ja. Okay, alles klar. Zumindest schon mal hier von der Presse. Super, ja, mir sowieso. Ne? Ja, wir sind die Ersten. Absolut. Okay.